Jahre nie alleine, da war immer jemand mit uns. Da unten, da traf man auf die Punks und die Stiftjungs. Landtagswahl. Um was geht es genau? Wahlen gelten als Höhepunkt unserer Demokratie. Landtagswahlen gibt es in allen 16 Bundesländern Deutschlands. An diesem Tag können Bürgerinnen ihre Stimme abgeben und von ihrem aktiven Wahlrecht Gebrauch machen. In Baden-Württemberg findet die nächste Landtagswahl am Sonntag, den 14. März 2021 statt. Übrigens wird der Landtag alle 5 Jahre neu gewählt. Das Land Baden-Württemberg ist bei der Landtagswahl in 70 Wahlkreise eingeteilt. Einer davon ist der Wahlkreis Sinsheim mit der Wahlkreisnummer 41. Wählen darf, wer mindestens 18 Jahre alt ist, wer mindestens seit 3 Monaten oder länger in Baden-Württemberg wohnt und wer eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Wie wird gewählt? Jeder Wähler bekommt zunächst eine Wahlbescheinigung per Post. Du entscheidest jetzt, ob du die Briefwahl beantragst oder ob du deine Stimme am 14. März in deinem Wahllokal abgibst. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Jeder Wahlkreis hat seinen eigenen Stimmzettel. Die Parteien, die in Baden-Württemberg zur Wahl zugelassen sind, stellen pro Wahlkreis je einen Erstkandidaten und einen Zweitkandidaten auf. Der Zweitkandidat unterstützt den Erstkandidaten, vor allem im Wahlkampf. Dran denken: Bei der Landtagswahl hast du allerdings eine Stimme. Mit dieser wählst du den Erstkandidaten und dessen Partei. Alle Wahlberechtigten aus Baden-Württemberg, dem Rhein-Neckar-Kreis und insbesondere aus dem Wahlkreis Sinsheim sind dazu aufgefordert, an der Landtagswahl am 14. März teilzunehmen. Entscheide, welche Mannschaft mit welchem Programm das Land in den nächsten Jahren regieren soll. Ohne dich geht nichts. Zurück am Marktplatz, hier sind wir immer rumgehangen, saßen hier oft stundenlang bis nach Sonnenuntergang. Mit Schirm im Park und auf dem Parkplatz am Freibad, das war unsere Heimat, Sommer in der Kleinstadt.